Hallo und willkommen zurück zu Shinenyas Let's Plays und Risen 3. In der letzten Folge haben wir hier oben mit den Dämonenjägern die Schergen vernichtet und den Schattenlord besiegt und haben dann hier die Schriftrolle gesucht, die wir brauchen für das Ritual, für das Geisterritual, und haben hier noch an dem Feuer den Helden vom Teil 1 und 2 von Risen getroffen. Sehr witzig. Er hieß auch Namenloser. Jetzt sind wir zurück. Eldrick hat sich uns angeschlossen für das Geisterritual und als nächstes heißt es nach Kiria, um das Orakel zu treffen und den Platz für das Ritual zu finden. Das ist beides hier und unterwegs werde ich jetzt wahrscheinlich zweimal angegriffen. Okay, erst das Vieh. Dritte und hoffentlich letzte Seeschlange. Die stärkste und schnellste, hieß es. Da ist sie. Ui, und sie ist ganz schön groß. Ich höre es. Da drüben. Es kommt von hinten. So, 55% haben wir. Hier, man sagt da drüben, wenn das gerade runter geht. Da drüben. Das stimmt überhaupt nicht, wo der hinzeigt. Und weg ist er wieder. Haben wir was gehört? Wo ist sie? Ja, wenigstens kann ich bei der Seeschlacht mit Sebastiano
Das sollte doch schneller gehen. Da der nicht im Wasser verschwinden kann. Aber das wird bestimmt so laufen wie bei mit der Seeschlacht mit Morgan. Dass es direkt am Schiff ist. Dass man ein paar Gegner besiegen muss und dann... der Captain ankommt. Ja, kannst du jetzt mal wiederkommen? Gerne, wenn es sich mal zeigt. Gib ihm Saurus. Oh, wo ist denn dieses Scheißvieh? Sowas habe ich jetzt überhaupt keinen Nerv. Hab's gesehen. Achtung. Mistvieh. Mach fertig. Mistvieh. Da ist es. Puh, Seitenkanone getroffen. Wieder 1000. Ich denke, das ist noch stärker und schneller als alle anderen zuvor. Hätte man da nicht mehr kriegen können? Mann, Mann, das war knapp. Ich dachte schon, dieses Mal erwischt uns das Biest. Ich hoffe, das war jetzt das letzte Seeungeheuer. Ja, ich auch. Wie auch immer, wir haben's geschafft. Gut gemacht, Captain. Das war eine Meisterleistung. Das muss ich dir lassen. An deiner Seite zu stehen, erfüllt mich mit Stolz. Jetzt willst du mich aber verarschen. Nein, wir leben doch noch. Ist doch klasse. Mach ruhig weiter so. Mir gefällt's. So, ich steche trotzdem nochmal in die See. Kampf mit Sebastiano, genau. Ist auch genauso wie der andere. Oh. Konnten wir beim letzten Mal noch nicht machen.
extrem mies zu steuern. Ich brauche was zu essen. Die anderen sind da ganz hinten, wenn man da bitte hinkommen. Ganze Gewackel, ey. Endlich. Endlich. Ja, war easy. Ich ist... So, Takarigawa war das, glaube ich. Mal gucken, wie die reagieren. Sebastian? Was soll das heißen? Er ist erledigt. Das darf doch nicht wahr sein. Ohne Führung sind wir alle verloren. Silberzunge 100.
5. Es fehlt noch minimal. Das ist doch ärgerlich. Was? Schade, ich hatte gehofft, er hätte irgendwas. Silberzunge 100. Tja, dann kann ich wohl hier erstmal nichts machen. Dann mal rüber zum Orakel. Allein den Fuß auf diese Erde zu setzen, ist eine große Ehre. Ich hoffe, deine sind gewaschen. Natürlich. Hatten wir auch eben gerade zwei Seeschlachten hinter uns. Da wurde ganz schön viel aufgespült. Da hoch. Aua, das tut weh. Vermutlich von einem dieser anderen Baumstämme. Weil mit dem Vogel komme ich ja nur minimal ein Stück hoch. Ich speichere mal, aber ich bezweifle, dass ich das von hier schaffe. Von wo denn sonst? Beides ist da. Jenseits der Hallen des großen Tempels. Vielleicht doch im Tempel. Vielleicht muss ich ja da durch. So, ich sehe auch gerade, dass wir bei über 20 Minuten sind. Da würde ich doch sagen, machen wir eine kleine Pause und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Tschüss.